Wie viel können wir gerade maximal tragen? Wir haben 210 dabei. Was haben wir denn alles mitgenommen? Naja, wir geben auf jeden Fall was ab. Ach, ein paar Tränke, stimmt. Wobei, wir haben auch ein paar getrunken. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ach, und die Brigantine, die wiegt ja auch ein paar, ne? Ja, 5. Vom reisenden Ritter. Oh, jetzt darf ich nicht das abgeben, was wir selbst noch brauchen. Ja. Klopfer, edle Kettenhaube ist unser. War hier oben noch was? Sächsischer ist unser Ketten. Eine Schaufel behalten wir sowieso, kommt aber wieder zu Yenda. Stimmt, wir müssen die Knochen noch einbuddeln. Ich hoffe, das geht wenigstens noch. Oh, die Treter. Immer noch 86, okay. Goldene Sporen, will ich die jetzt mal abgeben? Das Leichentuch. Ich schieb mal das Fleisch rüber. Den Kelch auch. Die ganzen Sets können wir auch zu Yenda geben. 191, okay, okay. Der Truhe wird's riechen, aber das wäre nicht neu. Ein paar Groschen in die Truhe. Wozu? Warum gibt's den eigentlich einzeln? Die Börse vom jungen Karl, voller Münzen, die seinem Beschützer Manfred anvertraut wurde und dann schließlich mir. Aber warum haben wir das Ding noch? Einfach weil es ein Questgegenstand ist? Silberring geben wir auf jeden Fall 2 ab. Sonderbare Würfe, den haben wir doch bekommen, als wir hier mit dem Scharlatan die Katzenpfote besorgt haben. Irgendetwas ist voll an diesem Würfel, aber ich weiß noch nicht was. Die Kohle können wir auch wieder rübergeben. Ach, verkohltes Holz. Genau, der Alois, aber... Ist er nach Gewicht sortiert? Holzkohle. So. Bis Mitternacht wollte ich ja pennen. Ist schon fast Mitternacht. Aber wenigstens wir haben hier unser festes Bett. Theresa und Peschik, die tauschen ja hin und wieder mal. Aber die liegen nie in unserem Bett. Das wäre auch noch schöner. Energie 71. Nach 12, jetzt bitte nicht Hermann Quest fehlgeschlagen. Nun gut. Wir liegen also noch im Zeitplan. Quatsch. Wir machen zumindest mal Ratai die Fackel an. Alles für den Ruf. Jetzt mach doch mal Heinrich. Ja. Wenn bei Nacht ein Seil gespannt wäre, ein Strick. Oh oh. Hoffentlich schiebt da nicht immer irgendeine Nachtwache. Zur Not hauen wir den Nachtwachenschieber einfach um, aber es darf halt nicht der Kuttenberger sein. Zumindest würde ich bei ihm Abstand nehmen vom Umhauen. Umhauen heißt ja bloß bewusstlos schlagen. Ob das Lärm macht? Rennt hier oben noch eine Wache rum? Nö. Ja. Hoffentlich macht Yenda nicht zu viel Lärm. Wenn wir da jetzt hingaloppieren. Das Feuer lodert, ja, soweit so nicht schlimm. Jetzt bin ich mal gespannt. Den Strauchdiebtrunk, den pfeifen wir uns jetzt nicht rein. Warte, Bereich, das ist eine offene Wiese, Mann.
Wie die Musik auch gleich wieder umschlägt. Nein, es gibt wirklich jemand Nachtwache. Nicht gut. Ich gucke mal, ob Heinrich noch irgendwas schreibt. Irgendein Gedanken. Wenn alle Stricke reißen, je näher der Tag der Hinrichtung rückt, desto verbitterter ist Hermann. Ne? Schwer. Wenn der Henker den Verurteilten mit Pferden füttern will, müssen die Tiere stark sein. Giften, fair. Verurteilte Zange, vergiften. Schwert abschlagen. Schwert stumpf machen. Dafür müssen wir auch an die Truhe, dafür müssen die bestenfalls pennen. Soll ich mal versuchen, ihn umzuhauen? Ich meine, wir haben ja gespeichert. Wenn es schief gehen sollte. Mist, diesen Zaun. Aber wobei, hier geht's lang. Aber wobei, ja nicht. Oh Mann. Was richtig fies wäre, wenn es zwei wären, die nicht so nebeneinander sitzen, sich gegenüber sitzen würden, das wäre scheiße. Gott, ich will nicht runter, das macht doch Lärm. Aber anders kommen wir hier nicht ran. Ich versuch's. Schön leise. Töten, nein, nein. Feuer entfachen, was heißt das denn? Ich kann da nichts reintun? Nein! Doch. Jetzt aber schnell, bevor wir auffliegen. Vielleicht wacht er gleich wieder auf. Schlaftra... Da. Wo haben die Retro? Wir können die Zeit mal nutzen. Ist die Truhe ganz weit weg von deren Schlafstätte? Hier pennt doch niemand, oder? Doch. Wir könnten ihn auch umhauen, aber wenn wir alle umhauen, wäre das vielleicht etwas auffällig. Draußen stand die Truhe, ne? Da waren wir ja schon. Hier wäre eine leichte, das wird die wohl nicht sein. Oder ist es doch einfacher als gedacht? Wer weiß, wer weiß. Die Truhe steht weit genug weg, ich will mal reingucken. Ritterstiefel, Federkier. Okay, okay. Wird bestimmt nicht der Kuttenberger Henker sein, der hier pennt. Der sieht doch anders aus. Der pennt bestimmt in so einem schicken Zelt. Da war die Truhe. Die steht eigentlich auch relativ weit weg von allem. Zu viert. Wollen wir es jetzt schon mal probieren? Ah, wo sind die Pferde? Ich meine, wir haben ja zwei Tränke und wir könnten ja am nächsten Tag noch einen brauen. Ich probiere das jetzt schon mal, wenn ich hier bin. Wenn der eine schon mal liegt. Und wir hätten dann noch den Schlaftrunk in der Hoffnung, der geht gut. Drei haben wir sogar. Fünf Punkte. Wir haben gerade die 13, oder? Ne, 12. 13, genau. 12 reparieren. Ob man da jetzt schon rankommt? Stufe 13, ich guck mal. Oh, diese Musik. Man könnte mit Stufe 13 schon dran, okay, aber ich wollte bloß gucken, ob das schon geht. Aber wir wollen, dass es wirklich gut geht, deswegen futtern wir den Strauchdiebtrunk. Nicht, dass ich mal Gift futtere, oder? Noch schlimmer. Wobei, noch schlimmer, Schlaftrunk, dann legen wir hier blöd rum. So, los jetzt.
gelbe Punkt versteckt sich auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist er am größten. Geht viel besser als das andere schwere Schloss. Wir sind ja auch schon etwas besser geworden. Toll. Hier ist kein Gerät drin. Irgendein Kleidungsstück. Hat der noch eine Truhe drin? Dann wird es da drin sein. Das will ich ja nicht riskieren. Wobei, wir haben eine besondere Heimlichkeitsstufe. Wer weiß, wie lange der noch pennt. Wir rennen halt weg zur Not. Zur Not hätten wir gespeichert. Oh, nur leicht. Es geht auch sowas von klar. Guck mal, wie weit weg der liegt. Wir sind jetzt besonders gut. Das muss werden. Ich warte trotzdem mal, bis der Punkt am größten ist. Du wirst gleich entdeckt. Kommt auch nicht. Das ist sehr gut. Henkerschwert. Ob ihm das auffällt, wenn es weg ist? Wir müssen es eh mitnehmen. Und irgendwie eine Zange. Wie, hat er hier keine Zange? Müssen wir das auch noch extra suchen? Silberring. Stiefel, Ring, Google, Beinlinge, Stiefel, Groschen, Hemd. Geht besser, als ich gedacht hätte. Hier ist keine Truhe drin. Hier, pennen schon zwei. Da passt nicht noch einer rein. Nee, nur einer. Das Werkzeug hat er vielleicht bei den Pferden. Wo sind die Pferde? Die müssten eigentlich auffällig sein. Ich gucke hier nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nur Zwiebeln. Warum haben die hier Zwiebeln rumstehen? Ich stecke das Werkzeug auf den Tisch. Oh, das wäre gemein, wenn er sein Werkzeug in der Tasche hätte. Dann müssten wir ihn Taschendieb stehlen. Moment. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht per Dieb stehlen. Sieht aber danach aus, hä? Oder ist es bei den Pferden in den Taschen? Oh Mann, das wird interessant. Nein, es pfeift jemand! Der ist wieder wach geworden! Nein! Nicht gut! Mist. Hä? Hey. Sabotieren. Ach, Pferdefutter. Okay. Jendo, du stehst ziemlich auffällig hier, glaube ich dann doch. Pferde, wo auch das Futter steht. Nein, man hat da direkt den Trog. Aber was mit der Kackzange? Wir müssen das blöde Schwert ja auch noch zurücklegen, ne? Hat Heinrich was Neues geschrieben? Ich guck mal. Ich werde zwar an dem Stein wetzen, das Ding. Jemand mit einem stumpfen Schwert. Ja, einfach nur stumpf. Wir können es auch kaputt reparieren. Hier ist eine Mauer, oder? Ist das eine Mauer? Ja. Das ist, glaube ich, auch relativ weit weg. Ich will jetzt nicht bis nach Buxtehude rennen. Hier ist noch eine Mauer. Hier gehen wir hin. Vielleicht können wir es ja gleich wieder zurücklegen. Ich soll es bloß wieder dahin legen, wo wir es auch her haben. 79. Boah, das ist ja besser als das Schwert des Herodes. Hat aber weniger Wert. Was steht noch dazu? Moment. Das Schwert eines Henkers zum Enthaupten verurteilter Verbrecher. Gestohlen in Rattay. Gut.
Dann wollen wir mal. Strauchdiebtrunk würde noch wirken. Ausgerüstet, nicht, dass ich jetzt mein eigenes zerklöppe. Boah, wie cool das funkt. Wenn wir das Ding verbiegen, dann wäre das auffällig. Hocken wir hier bei Nacht an der Mauer und zerklöppeln ein Schwert. Zustand? Boah, nein! Boah! Vielleicht müssen wir doch mal zu einem Schleifstern das da richtig verhauen. Hier können wir uns ja ewig austoben. Wie gut das Ding doch hält, hä? Zum Glück haben wir vorher etwas gepennt. Sonst könnten wir es nicht so gut schlagen. Ich glaube, ich werde zum Schleifstein gehen. Das ist ja unglaublich, wie schlecht das geht. Ob der den Wachen jetzt per SMS Bescheid gegeben hat, dass da jemand war und vorsichtshalber sollten die mal jeden kontrollieren, der irgendwie aussieht wie jemand wie wir. Das wäre kacke, weil wir haben da offiziell was gestohlen. Das geht doch viel zu lange. Ich gehe jetzt nochmal hin. Vielleicht sabotiere ich schon das Pferdefutter. Aber ich sollte diesen Trank vielleicht nutzen. Ob das ein anderer war? Ich glaube, der lag da noch, oder? Ich habe da nicht genau sehen können, wer da oder was da war. Schlaftrunk nehmen, aber wenn die Pferde wegpennen, wäre das blöd. Wenn die leicht vergiftet rumrennen. Ha. Die werden ein Weilchen gar nichts mehr ziehen. Höchstens ein langes Gesicht. Wo hat der denn gehockt? Ja, da wo er war, aber hallo? Ist der doof? Wo ist Jender? Da. Ob das jetzt für immer fehlgeschlagen ist, bestimmt, oder? Kacke. Ich geh mal kurz Quest lesen. Also Pferde, das ist aufgeflogen. Der Rest wäre noch da. Zwei Drittel könnten noch fehlschlagen. Aus seiner Sicht. Hätte ich vorher doch gucken sollen, wo der genau ist. Spaß jetzt fehlgeschlagen ist, werden wir nicht mehr hingehen können, was sabotieren können. Jetzt mal gucken, ob der Typ noch da liegt, ob da jetzt ein anderer aufgestanden ist. Na, der Typ ist weg. Der uns noch halb hinterher rennt, ob der jetzt noch unterwegs ist. Der Regen regnet noch, aber man hört ihn nicht mehr.
So langsam wird es auch wieder hell. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal eine Pause und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.